Willkommen zurück, Leute, bei DDR5. Starten die Mission, den Burrow-Überfall mit dem Feuerwehrwagen. Ich habe mir den schon mal ein bisschen angeguckt und das wird hoffentlich richtig geil. Sind wir richtig? Ja, sollten wir noch. Gut, fahren wir mal zu dem Hart, zu Lester Michael und den ganzen Psychopathen. Trevor mischt dieses Mal ja leider nicht mit. Leider. Ups. Was hat denn hier für ein geiles Auto? Den spiele ich überhaupt gerade, ne? Michael. So. Ab ins Büro. How you doing? Ah, pretty good under the circumstances. About to knock off a federal government building. Well, meanwhile, my psychotic former BFF is trying to figure out a way to kill me. But hey, the meds are kicking in. So life's good. Well, exactly. Franklin got us what we need. Put those on. Then what? Then head in there and rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here. So, I'm guessing drapes and scented candle aren't gonna do the trick, huh? No. You'll have incendiaries and a remote device. Now, they need to be strategically placed so we can ensure that we still have access to the server and that the structure maintains its integrity. Now, once you get out, trigger the bombs, meet up with Franklin and the crew, and we'll intercept the emergency call, and you all go in as firemen. Oh, got it? Yeah, I got it. It sounds a little idiotic. Well, under the circumstances, it was the best I could do. And if you remember, you were the one who chose to do it like this. Oh, come on. But, you know, Trevor has a point about you. You whine too much. Yeah, fuck you. Oh, don't even try it. Wollen die das Teil jetzt in die Luft jagen oder was? Na dann, viel Spaß. Ich bin hier schnell raus. So, wir haben hier schon mal die geilsten Klamotten an. Die man finden konnte. Ich will sehen, wie das Teil in die Luft fliegt. Schade. Egal. Mike, you ready for me at the Bureau? Yeah, it's almost that time, Frank. Link up with Moda and Welsh. Get the fire truck. Whoa. Be ready to go as soon as I say so. Shit, we'll be good to go. Me and Gus will at least. Ah. I don't know, dog. Ich muss hoch. Jetzt können wir ihn auf Wachmann machen, oder? Nee, Putzer. Ja, irgendwie Putzhilfe, keine Ahnung. Hallo. Go through the turnstile and head up. Yeah, they keep changing the contractors. Yeah, because guys like me keep losing their jobs and agreeing to do this for less. All right, head up. Wir müssen jetzt die Bomben platzieren, als die. Ja, der ist doch da jetzt irgendwie durch Kontrolle oder so, keine Ahnung. Oder wo hat er die versteckt? Na? Gib mir den Mob. Ah, jetzt können wir hier wischen. Verarschst du mich? Ich
Wie geil. Na, na, na. So, sie auch noch. Ah, shit. Ey, was? Was ist denn das hier? Verarschst du mich? So. Wo ist hier noch Schmutz? So. So. Ah. Sieht ja keiner. There you go. Immer schön pfeifen. Dann merkt's keiner. Moin. The only way I'll be killed in the line of duty. Na, falsch. Oh, wie viele hier wischen muss. Oh, übertreib mal nicht. Ist das hier für eine Scheiße? Dass ich hier wischen kann. Jetzt habe ich das hier nicht mal perfekt gemacht. So. Nächster Fleck. Nein, 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 nein. Oh. Ich kann mir nicht mal sprinten. Nein. So, gehen wir mal weiter mit dem Eimer. Dann muss ich hier nicht mal hin und her rennen. Ah, was für eine Scheiße hier. Dass ich jetzt echt wischen muss. So, letztes Mal noch. Dann haben wir es geschafft, endlich. Vorne ist noch was. Ja, geschafft. Hier nochmal schön unauffällig auf die Toilette gehen. You know, you stay too late when the mopping dead show up. All right, I'm leaving. Hier? Ja. Na, na, na. Wer sind das hier alles? Keine Ahnung. Bring den Mob. Ich bin falsch, oder? Ich hab keine Ahnung. Jetzt bin ich richtig. Ja. So rein mit der Scheiße und dann weg hier. Immer die schlecht bezahlten Jobs hier machen. Nervt so, dass man hier nicht schneller gehen kann. Und tschüss. Okay. Interessiert mich ein Scheißdreck. Endlich.
Hey, charge is set. I'm out of the building. Oh, yeah. Hey, dog, we right around the corner. We got your gear in here with us. Hey, look, everybody cool, right? Die Sirene sollten wir nochmal auslassen. It's all go, all right? In and out, Holmes. Let's do it. Hat er sie jetzt woanders hingegangen? Weil irgendwie fällt... Ja, er ist woanders. Es wäre leicht aufgefallen, hätten wir ihn da abgeholt und dann sofort wiedergekommen. So. Und tschüss. Haha. Zwar ein bisschen unlogisch, dass dann ganz schön fette Sprengsätze sein sollten. Aber okay. Feuerwehr. Scheiße. Raus. Und rein in die Scheiße. Was müssen wir jetzt eigentlich holen? Ich glaube, diese Dings. Das, wie heißt es? Laufwerk oder irgendwie sowas. Ist Aufzug wirklich so schlau? Er meint, sie müssen noch funktionieren. Na gut. Okay, hochrennen hätte ich auch keinen Bock, also. Ist das so. Run. Ah, na toll, jetzt muss ich mir ja noch Sauerstoff einteilen oder so. Bis zum 53. Oh. Mir schwindelig. Na. Wohin? Kann ja nur hier hin. Ups. So, run. So, und unter uns ist jetzt hier Scheiße los. Hier haben wir noch eine. Deckung. Ach, warum muss ich das denn holen? Egal. So, wo ist es hier? Scheiße. Fuck. Schnell wieder runter. Shit. Jesus. Lauf. Was? Oh, shit. Fuck. Alles okay? Oh. Fuck. Ach du Scheiße. Wow. Schnell weg hier, Mann. Hauptsache, scheiß Sirene funktioniert noch. Oh, die Bomben können doch nicht so heftig gewesen sein. Nie im Leben. Nein, das glaube ich nicht. Können nie im Leben so... Scheiße. Komm. Warum ist denn er da so rumgelaufen hier? Idiot. Was?
Bist du dumm? Warum schießt er auf mich? Holy shit. Idiot. Das ganze scheiß Teil brennt. Fällt dir gleich zusammen? Er schießt auf mich. Meine Güte. Fuck, wo bin ich? Wo muss ich hin? Oh, shit. Mein Gott. Was nerven die mich? Warte, hier noch Geld. Yeah, $18. Muss ich hier rein? Ich hoffe mal. Mann, die Bombe kann doch nicht so heftig gewesen sein. Nie im Leben. Ach, da sind sie. Oh, ich dachte gerade. Ihr hättet auch auf mich warten können. Ihr hässlichen. Ihr hässlichen. Ja, Waffe wieder weg. Perfekt. Ah, Idiot. Aufzugsschacht. Verarsche. Ja. Wo machen wir denn Fallschirm? Oh Mann. Jesus. Was? Was ist das? Wow. Fuck. Holy shit. Ich bin tot. Nee. Oh, ich dachte gerade. Verdammt. Aber eigentlich wurde ich getroffen. Unlogisch. Schnell weg hier. Oh, wieder Treppen laufen. Ich kann trotzen. Ey, warum ist hier noch keine andere Feuerwehr? Wollt ihr mich verarschen? Was ist das hier für eine Scheiße? Und fällt jetzt auch gar nicht auf, wenn wir uns hier mal einfach so verpissen. So, weg hier. Gib dich zum Fluchtpunkt. Will Sirene anmachen? Nee, lassen wir mal. Wir sollen nicht umziehen als Fahrer. Ja, ich bin dabei. Unser Auto steht ja so mitten auf der Wiese, mitten auf dem Gelände irgendwo. Wow, shit. Komm, fahr hier, Feuerwehr. Take us to our get out. Mein Gott. The feds, and my dear friend Trevor Phillips. All right, man, I'll try. Try real hard, okay? So, das ist unsere Karre. Warum? Verarsch mich doch. Ach, jetzt soll ich ihn verlassen, oder wie? Da steht ein Feuerwehrwagen. Müssen wir erst ein bisschen wegfahren. So, steigt ein. So, wartet kurz. Na, ihr könnt auch ruhig drin bleiben. So. Ach, wir hätten ja nicht wegfahren müssen, wir Idioten. Egal. Hopp, hopp, hopp.
Und tschüss. So. Uah, scheiße. Ab zu Lester. Now that we're clear, I can probably tell you people. I didn't think we were gonna make it out of there. One of us didn't. We lost a dude, man. Oh, yeah, shit. I don't like speaking ill of the departed, know what I'm saying? But that dude was in over his head. Yeah, he wasn't top draw, but I thought we could carry him through it. I guess I thought wrong. Well, anyway, we made it out, so we got that to be thankful for. Hugh's people will get his paycheck and the standard expenses. Yeah, man, unfortunately, Hugh wasn't really cut off for this work, man. His mind was on other things. Why you say that? Keep your heads down, you hear? Well. What? I never thought I'd see you clowns again. Was denn jetzt los? How was it? For a suicidally dangerous mission impersonating emergency services while working a high security government facility, it was surprisingly uplifting. Come here, give me some of that. Hey. Ow. Oh, sorry, I forgot. You forgot my very, very obvious illness? It happens. Whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. Got some real vintage moonshine, ja. Hillbilly type shit. We're gonna mit dem Schuss genau durch den Rücken. To make a man forget his trouble. Oh, exactly. I am just gonna get drunk as a skunk, and then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. I'm ill, okay? Give me a break. Cheers. Man, that's some foul ass shit. The ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwad. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. It's one way to look at it, eh? Right. Besides, I wanna put this shit to bed. Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back. Go back to being bored and miserable. And loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Man, you boys sure know how to put the fun back in midlife crisis. So, Trottel im Auftrag der Regierung. Ja. Schnell speichern wollen wir mal lieber. Ja, Missionszeit. Was übersehen, leck mich. Oh, das ist ja ein toller Anteil hier. Null Dollar. Toll. Kosten für Verwundungen. Willst du mich verarschen? Okay, das war eine schöne Mission. War mal wieder hier echt toll. So, und wir sehen uns dann. Okay, ich mach den Anruf hier noch. Dann machen wir eine 25-Minuten-Folge. I'm done. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on, done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but you and Trevor attacking Meriwether? Repeatedly? It doesn't help. That's Trevor's thing. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb. They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? All right. I'll come to the court center. Fuck. Okay, aber da machen wir in der nächsten Folge weiter, denn für diese war es das mal wieder. Wir haben schon wieder etwas überzogen, aber es ist nicht schlimm. Wir sehen uns dafür in der nächsten Folge. Bis dann.